So, sehr geehrte Damen und Herren, ich freue mich sehr, Ihnen in den kommenden 20 Minuten unsere HPCI-Technologie näher bringen zu dürfen, eine Methode, Metall und Kunststoff innerhalb von Sekunden zu verbinden. Mein Name ist Annette Klotzbach, ich leite die Arbeitsgruppe Kleben- und Faserverbundtechnik am Fraunhofer IWS in Dresden und wir beschäftigen uns mit industriellen Klebprozessen, mit dem laserbasierten Kunststoffschweißen, sowie seit ca. 5 Jahren mit dem Thema des thermischen Direktfluss. Ja, Beweggrund, sich damit zu beschäftigen, ist das ganze Thema Lightweight Design. Der Trend, Ressourcen und Energie zu sparen durch Materialleichtbau, ist eigentlich in allen Bereichen der industriellen Fertigung zu verzeichnen. Dabei fokussierte man sich vorrangig darauf, Metallteile komplett durch Faserverbundbauteile zu ersetzen. Die Auslegung und die Umsetzung solcher Herstellungsprozesse wurde intensiv in den letzten Jahren erforscht und wobei hier häufig Duromer-Matrix-Systeme eingesetzt worden sind bei diesen Bauteilen. Betrachtet man die Produktionskosten solcher Strukturen im Vergleich zu dem Einsparungspotenzial, was das Gewicht anbetrifft, so ist eigentlich nachvollziehbar, dass dieser Trend sich insbesondere bei der Massenfertigung von Baugruppen nicht durchgesetzt hat. Die Rückkehr zum Metall oder auch zu Leichtmetallen und multifunktionale oder Multimaterialkonstruktionen, die zum Beispiel aus Metall und Kunststoff bestehen, die rücken eigentlich immer mehr in den Vordergrund dazu. Und um diesen Marktanforderungen gerecht zu werden, bieten wir deshalb als IWS maßgeschneiderte Fügellösungen an. Ja, und um es ganz plakativ zu machen, mit unserer HPCI-Technologie können Sie Zeit und Geld sparen und gleichzeitig Klebstoffe, Schrauben etc. entsprechend in den Abfall tun. Ja, dann betrachten wir mal einen Produktionsingenieur, einen klassischen. Er hat die Aufgabe, Teil A mit Teil B zu verbinden, benötigt eigentlich ein optimales Design und gleichzeitig muss die gesamte Komponente die Funktionen erfüllen, die an sie gestellt werden dazu. Gleichzeitig hat er als Fügeprozesse zum Verbinden der Komponenten eigentlich nur überschaubare Technologien, die entweder lange dauern oder Zusatzmaterial erfordern mit entsprechenden Vorhalten etc. oder andere Nachteile haben. Und dort muss er natürlich entsprechend Kompromisse schließen und hier möchten wir eine Alternative zum Schraubenkleben mitbieten mit unserer HPCI-Technologie. Dabei sehen wir es so an, dass nicht die Technologie unbedingt nur die Lösung ist, sondern eben wirklich auch die Hardware, die systemtechnischen Komponenten, die Fügewerkzeuge und auch die Vorbehandlung als Servicedienstleistung können wir anbieten dazu. Sprich, wir haben also ein Gesamtpaket erarbeitet in den letzten Jahren, was eben sich über das Know-how, über die wissenschaftliche Basis, werkstofftechnische Basis, bis hin zu Simulationsmodellen für die Wärmeausbreitung zieht und dann entsprechend für die industrielle Anwendung dann auch die Lösung mitbietet. Ja, der Prozess an sich, wie funktioniert der? HPCI ist eigentlich auch nur eine Abkürzung von Heat Press Cool Integrativ. Das sagt eigentlich schon relativ viel aus, wie der Prozess funktioniert. Voraussetzung dafür und damit als Initial State mal definiert ist, dass in dem Bereich, wo Metall und Kunststoff angebunden werden sollen, das Metall vorbehandelt wird. In unserem Beispiel über eine makroskopische Strukturierung. Dann werden die beiden Fügepartner miteinander verpresst und das Metall wird kurzzeitig erwärmt. Bei der Erwärmung kann der Thermoplast in die Strukturen, kann der Thermoplast aufschmelzen, geht in die Strukturen rein und nach Erwärmungsstopp konsolidiert der Thermoplast in der Struktur, verankert sich dort und realisiert die Verbindung. Genau. Vom Prinzip her sieht das für eine induktive Erwärmung folgendermaßen aus. Das Weiße sind zwei Keramikstempel, die die Teile miteinander verpressen. Die grünen Schleifen dargestellt sind die
sind die Wirbelströme. Ich würde nochmal den Prozess nochmal ganz kurz starten. Der geht relativ schnell hier. Wir haben also einen Ringinduktor. Über die induzierten Wirbelströme im Metall erfolgt die Erwärmung an der Grenzschicht und dann erfolgt das Aufschmelzen der Matrix. Die Fasern gehen in die Struktur mit rein und darüber entsteht die Anbindung. Genau. Das ist die Verankerung oder diese Strukturen sind natürlich nur eine Lösung der Vorbehandlung. Es gibt also noch die Lösungen, wo direkt eine chemisch-physikalische Adhäsion erzielt wird, indem Haftvermittlersysteme aufgebracht werden aufs Metall oder zum Beispiel auch Schichten über Plasmapolymerisation abgeschieden werden können. Unsere Vorzugsvariante sind die mechanischen Verankerungsstrukturen und hier setzen wir auf eine Laserstrukturierung. Wir verwenden für unseren Prozess keine gepulsten Laser, sondern CW-Laser mit sehr hoher Laserleistung, um darüber dann hohe Produktivität zu erzielen. Im rechten Bild sehen Sie unsere Anlage, unsere sogenannte Multi-Remote-Anlage, die sowohl mit Lasern unterschiedlicher Wellenlänge arbeiten, als auch mit entsprechenden Scanneroptiken, um so den Laserstrahl sehr schnell zu bewegen. Man sieht jetzt hier, war direkt im Labor die Anlage, Multi-Remote-Anlage. In dem hinteren Bereich haben wir unseren Faserlaser, der über Lichtleitkabel geführt wird. Und dann unten drin zwei Scanspiegel, die den Laserstrahl sehr schnell aussenken. Wie der Prozess funktioniert bei uns an der Anlage, sehen Sie jetzt hier. Dort, es ist, von oben kommt der Laserstrahl, scannt über die Oberfläche und dann erfolgt der Abtrag und die Partikel werden abgeblasen. Ja, und dann erfolgt die Strukturierung. Nach der Strukturierung wird das Teil auf das Kunststoffteil aufgepresst und damit dann zur Fügestation gebracht. Ja, die Vorbehandlung an sich mittels Laser kann relativ produktiv erfolgen. Wir gehen hier davon aus, dass man bis zu 200 Quadratmillimeter pro Sekunde bearbeiten kann in den ausreichenden Tiefen und wir erzeugen entsprechend Verankerungsstrukturen im Bereich 200 Mikrometer oder mehr, wobei wir ein sehr hohes Aspektverhältnis haben zwischen Abtragstiefe zu Abtragsbreite. Auf eine Besonderheit möchte ich gerne auch noch mal darauf eingehen, weil es häufig Fragestellungen dazu gibt. Viele kennen das Thema Vorbehandlung direkt vor dem Kleben. Hier geht es darum, um einen optimalen Stoffschluss zu erzielen zwischen dem Kunststoffteil und dem Metallteil, sodass dort also sehr hohe Sauberkeitsanforderungen an die Oberfläche gestellt werden, dass eine Vorbehandlung direkt vor dem Klebprozess eigentlich erfolgen muss. In unserem Fall sind wir sehr, sagen wir mal, zeitunsensitiv. Unser Lösungsansatz für die industrielle Fertigung ist der, dass Lohnfertiger, die zum Beispiel diese Schweißkonstruktion herstellen, die jetzt hier im rechten Bild mal dargestellt, mit diesen schwarzen Bereichen, das sind eigentlich unsere vorbehandelten Bereiche, dass die Lohnfertiger die Teile so schon schweißtechnisch hergestellt bereitstellen und in der Anwendung dann wirklich nur noch die Metallteile mit dem Kunststoff verpresst werden und dann die Anbindung erfolgt. Dies bringt uns natürlich sehr hohe Flexibilität, was auch Prozesskette etc. betrifft. Genau, so, da sind wir schon beim Thema Fügen an sich. Thermisches Direktfügen, da gehen wir immer davon aus, dass wir also innerhalb weniger Sekunden die Erwärmung des Metalls so realisieren, dass der Thermoplast lokal anschmelzen kann und in die Strukturen reinfließen kann dazu. Und das ist, sagen wir mal, auch die große Herausforderung, um eine hohe Prozesseffizienz zu erzielen. Deshalb haben wir also auch Modelle erarbeitet, wo wir eben wirklich die Wärmeeinbringung, Wärmeableitung in komplexen Metallteilen sehr gut nachstellen können dazu. Ja, und dann hängt es davon ab, wie komplex die Fügeverbindungsgeometrie ist, ob punktförmig gefügt werden
soll, ob flexibel für einzelne Teile nur die Erwärmung erfolgt. Und dann entscheiden wir, ob wir mittels Laser erwärmen oder mit Heizelementen oder wir, wie im rechten Fall dargestellt, dann einen speziellen Induktor designen, der dann die Anwendung oder die Erwärmung applikationsangepasst realisiert. Ja, der Prozess an sich mal an so einer klassischen Zugschaltprobe gezeigt. Sehen Sie jetzt hier. Sie haben also nur Auflagefläche. Sie haben das Schwarze ist ein GFPA6-Material. Das Metallteil war jetzt ein Aluminium. Bauteil mit einer Laserstrukturierung und dann verpressen wir und erwärmen gleichzeitig den metallischen Fügepartner und können dann innerhalb von wenigen Sekunden danach die gesamte Verbindung entsprechend lassen. Die Abkühlung erfolgt entweder gezielt über erzwungene Konvektion als auch über eine Wärmeableitung in das gesamte Metallteil. Ja. Wenn Sie solch eine Verbindung dann im Querschnitt sich anschauen, dann sehen Sie folgendes Bild hier dargestellt: Bauschal mit GFPA6-Material. Wir haben also eine vollständige Ausfüllung der Gabenstrukturen mit Matrixmaterial und Fasern und darüber erzielen wir sehr gute Verbindungsfestigkeiten, sodass Zugfestigkeiten im Bereich von 25 Megapascal oder mehr erzielt werden können. Das, was wir ebenfalls mit dem Prozess realisieren können, ist, dass wir wirklich eine mediendichte Verbindung erzielen können und auch sehr gute Alterungsstabilität ja, geschafft haben. Ja. Das Thema Fügen, dort haben wir in der ersten Folie ja gesehen, dass sowohl die Erwärmung als auch das Verpressen der Teile mit einem Werkzeug erfolgt. Bei komplexeren Teilen können wir das natürlich auch entkoppeln, sodass wir sozusagen die Bauteile verpressen und dann entsprechend mit unterschiedlichen Generatoren oder Induktoren dann die Erwärmung unabhängig von der Fixiervorrichtung vom Bauteil mit durchführen. Ja, lassen Sie mich jetzt nochmal zum Thema Marken kommen. Vielleicht haben Sie auch schon so die ein oder anderen ja, Ideen, wo solche Technologie eingesetzt werden kann. Wir haben also in den letzten Jahren wirklich ein breites Anwendungsspektrum gehabt, wo wir glücklicherweise in der Lage waren, den Nachweis zu erbringen, wie die Technologie funktioniert. Wir sind also sowohl im Bereich Consumer Goods hier Küchengeräte unterwegs gewesen, haben zum Thema Batterien, Elektroden, Folien, Fügen Untersuchungen gemacht, waren auf dem Gebiet der elektronischen Komponenten zum Abdichten von ja, Abdeckungen etc. Ja, unterwegs. Und aktuell haben wir gerade also ein Projekt, in dem wir solch einen, ja, einen Ultraleichtbaubehälter designen und umsetzen, der aus faserverstärktem ja, GFK-Material besteht und Aluminiumprofilen mit dem Ziel, für den kommunalen Servicebetrieb eine Elektrifizierung zu vereinfachen. Also sprich ein kleines Elektrofahrzeug, was sozusagen zur Müllsammlung dient. Dort wollen wir entsprechend den hinteren Behälter deutlich leichter konzipieren, damit die Zuladung, sozusagen die Nutzlast entsprechend konstant bleibt, auch wenn entsprechende zusätzliche Batteriekomponenten in den Aufbau mit integriert werden müssen dazu. Ja, und ganz zum Schluss noch zwei Worte zum Thema Nachhaltigkeit. Der Prozess an sich ist unserer Meinung nach kann einen sehr guten Beitrag zu einer nachhaltigen Fertigung liefern, weil wir eine ja, sehr gute Alternative zu klassischen Kleben sind. Wir können also Klebstoffe
klebstofffrei arbeiten, brauchen also auch kein anderes Zusatzmaterial, wenn thermoplastisches Matrixmaterial zur Verfügung steht dazu. Und auch das Thema Reinigung direkt vor dem Fügeprozess ist hier relativ unkonventionell durch die Vorbehandlung mittels Laser, erfolgt also wirklich nur ein mechanischer Abtrag der Oberflächen, und durch die mechanische Verklammerung können wir hier also das umgehen, dass wir mit nach chemischen Verfahren die Oberfläche reinigen, noch ein entsprechendes Abwehrmittelsystem oder ähnliches mit aufbringen dazu. Ja, und der dritte Fakt, den wir gerne nennen, wenn es darum geht, nachhaltig zu sein, ist, dass dieser Prozess eigentlich reversibel ist. Also, was bedeutet das? Wir haben beim Fügen hier mal dargestellt, das Metall ist der schwarze Fügepartner, das weiße Teil soll jetzt der Kunststoff sein. Wir haben beim Fügen, verpressen wir Kunststoff mit Metall, erwärmen gleichzeitig, dann kühlen wir die Fügeverbindung kurz ab und haben darüber dann unsere Anbindung. Revers der Prozess, also umgekehrter Prozess, bedeutet eigentlich, wir haben also schon eine Fügeverbindung, wir erwärmen metallischen Fügepartner und trennen bei der Erwärmung unser Kunststoffteil entsprechend ab von Metall, und je nachdem, was für ein Matrixmaterial, ob für ein Kunststoff es ist und wie die Viskosität des Kunststoffes ist, können wir also nahezu rückstandsfrei den Kunststoff aus diesen Strukturen entfernen dazu. Sprich, wir kühlen danach ab und haben sozusagen unseren Reverse-Prozess, und das ermöglicht uns natürlich dann auch ganz neue Ansätze in Richtung Reparatur oder Austausch verschlissener Kunststoffkomponenten für entsprechende Teile, sei es in Richtung Konsumerfertigung etc., dort, wo man überall hin denkt. Genau, also Fügen und Entfügen in einem, sagen wir mal, Kreislauf mit einem Grundprinzip und entsprechend auch mittels Werkzeugen sehr gut abbildbar. Ja, und deshalb sagen wir eigentlich, dass die HPCI-Technologie eine saubere Lösung ist, um Metall und Kunststoff zu verbinden. Das konnten wir also auch schon beim Anbinden von biobasierten Kunststoffen wie PLA mit Metall auch schon mit nachweisen dazu. Ja, und können darüber wirklich auch einen Beitrag für Umwelt- und Ressourcenschonung liefern. Ja, und damit bin ich am Ende meines Vortrages und freue mich über Fragen und Antworten und Fragen und Bemerkungen dazu. Und ja, und mir bleibt nur noch zu sagen, dass Sie natürlich jetzt gerne im Chat mit mir kommunizieren können oder dann auch später im Verlaufe der Messe dann virtuell an unserem Stand vorbeikommen können. Vielen herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.